Hallo, seid gegrüßt. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier auf meinem Kanal Stufs Digitale Modelleisenbahnspur N. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema dieses Videos ist das Dimmen unserer Anlagenbeleuchtung. Zu diesem Thema gibt es schon einige Videos hier auf YouTube, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wie ich das gemacht habe. Die Besonderheit ist, dass die Beleuchtung ja schon komplett installiert war und die Möglichkeit zum Dimmen erst nachträglich eingebaut wurde. Als erstes hat sich für mich die Frage nach der Art der Spannung gestellt. Gleich- oder Wechselstrom? Und wie viele Stromkreise möchte ich dimmen? Ich habe mich für den Gleichstrom entschieden, da wir ausschließlich LEDs verbaut haben. Und ich möchte drei Stromkreise dimmen. Der erste Stromkreis sind die Bahnhofsgebäude, Bahnsteige und alle Bahnbetriebsleuchten. In diesem Stromkreis ist ein zweiter Dimmer eingebaut, mit dem ich innerhalb dieses ersten Stromkreises die Bahnsteige noch einmal separat dimmen kann. Der zweite Stromkreis ist die Straßenbeleuchtung und der dritte Stromkreis ist die Hausbeleuchtung. Im nächsten Abschnitt möchte ich euch die von mir verwendeten Bauteile vorstellen. Der Trafo. Hierbei handelt es sich um einen Trafo der Firma Fiesmann mit einer Leistung von 52 Volt Ampere. Artikel Nummer 5200. Da der Trafo die 230 Volt Netzspannung in eine Wechselspannung von 10 und oder 16 Volt wandelt, verwende ich noch zwei Power-Module von Fiesmann, die die Wechselspannung in eine Gleichspannung wandeln. Modul 1 mit einer Leistung von 5 Ampere, Artikel Nummer 5225, und das zweite Modul mit einer Leistung von 2 Ampere, Artikel Nummer 5215. Für das Ein- und Ausschalten der Anlagenbeleuchtung verwende ich diese Switchpiloten von ESU. Die Dimmer. Hier habe ich mich für diese Motordrehzahlregler entschieden. Um die Beleuchtung dimmen zu können, werden Dimmer oder POTIS benötigt. Hier habe ich mich für dieses Vierer-Set Motordrehzahlregler entschieden, mit denen auch LEDs gedimmt werden können. Diese Regler sind für eine Eingangsspannung von 6, 12, 24 oder 35 Volt geeignet. Bestellt habe ich diese bei einem großen Online-Händler mit dem A. Vorher hatte ich auch einige Versuche mit diesen Drehpotis gemacht. Die LEDs der Bahnsteige haben sie noch verkraftet. Aber als ich versucht habe, den Hauptstromkreis mit den Bahnhofsgebäuden, Bahnsteigen und allen Bahnbetriebsleuchten zu dimmen, haben sich diese Potis förmlich in Rauch aufgelöst. Kommen wir jetzt zum Anschluss der Dimmer. Wenn ihr noch in der Planungsphase der Beleuchtung seid, könnt ihr beide Pole Plus und Minus über diesen Dimmer steuern. Beide Pole von einem Gleichstromtrafo zum Dimmer legen und nach Vorgabe anschließen. Dabei ist auf die Polarität Plus Minus zu achten. Vom Dimmer geht es dann zu den LEDs. Beim Anschluss der LEDs ist ebenfalls auf die Polarität zu achten. Da unsere Beleuchtung schon fertig installiert war, habe ich nur den Minuspol über den Dimmer geführt. Das habe ich wie folgt gemacht. Ich habe den Minuspol, der zu den Verteilerplatinen geht, am Ausgang des Decoders abgeklemmt. Anschließend habe ich zwei Einzeladern vom Decoder zu dem Dimmer gelegt und wie folgt angeschlossen. Das Kabel vom Decoder-Ausgang wird an den Anschlusseingang Minus des Dimmers angeschlossen. Das Kabel von dem Anschlussausgang am Dimmer Minus wird an das zuvor am Decoder-Ausgang abgeklemmte Kabel angeschlossen. Wenn jetzt über diesen Decoder der Stromkreis eingeschaltet wird, könnt ihr mit dem Dimmer die Beleuchtung dimmen. Alternativ könnt ihr auch einen handelsüblichen Ein-Ausschalter verwenden. Eine weitere Alternative ist das Dimmen der Beleuchtung mit handelsüblichen Trafos, die für die Fahrzeugsteuerung auf zwei Leiter Gleichstromanlagen ausgelegt sind, wie zum Beispiel vom Minitrix und Fleischmann. In diesem Fall wird die Beleuchtung an den Gleichstromausgang des Geschwindigkeitsreglers angeschlossen. Bei der Verwendung von LEDs werden sich diese nur dimmen lassen, wenn der Regler in die richtige Richtung gedreht wird. Hierbei ist auch auf die Polarität der LEDs zu achten.
Bevor ich jetzt zum Abschluss komme, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich in diesem Video gezeigt habe, wie ich es auf unserer Anlage gemacht habe, damit die Beleuchtung gedimmt werden kann und mögliche Alternativen angesprochen habe. Dieses Video ist deshalb nur als Information gedacht, wie man es machen kann. Ich übernehme keine Haftung für eventuell entstandene Schäden. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Deshalb bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Anschauen, schön, dass ihr wieder dabei wart, habt noch eine schöne MOBA-Zeit, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Uli.